Aloha, Herzensmensch, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst, um dir dieses Victorious Visions Video anzuschauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben jetzt November und Richtung Ende des Jahres kommt doch irgendwie so, manchmal zumindest ist es bei mir so, das Gefühl, wow, wo ist eigentlich das Jahr geblieben? Und wenn ich mir Zeit nehme, um zu reflektieren, was ich eigentlich alles so gemacht habe, denke ich mir, oh mein Gott, es ist so viel passiert, es sind so viele Eindrücke, so viele Menschen, so viele Erfahrungen in mein Leben gekommen und vor allem jetzt, so die letzten Wochen des Jahres und vor allem auch des Jahrzehnts, denn eine neue Dekade beginnt im Januar mit 2020. Vor allem so zum Ende hin zu reflektieren und zu schauen, wow, was habe ich eigentlich alles schon geschafft? Häufig vergessen wir das so in dem großen, ganzen Tohuwabohu des Alltags, einfach mal innezuhalten und uns wirklich bewusst die Zeit zu nehmen, zu atmen, vielleicht sogar mal aufzuschreiben, was uns so im Kopf geblieben ist und im Herzen. Das ist ganz wichtig, sich tatsächlich mal die Zeit zu nehmen, um zu reflektieren. Und dazu möchte ich dich einladen. Da es jetzt schon langsam Richtung Ende des Jahres geht, dich mal hinzusetzen wirklich. Nimm dir die Zeit. Mach dir schöne Musik an, einen Tee vielleicht aufsetzen, Kaffee, Kakao, was auch immer gerade so für dich schön ist. Und dann setz dich einfach mal hin und überleg dir und fühl mal nach, was ist alles so hängen geblieben? Kannst du auch einen Kalender nehmen, vielleicht hast du sogar einen Kalender, in dem du die Sachen aufschreibst. Und dann guck einfach mal und lass Revue passieren. Und wenn du das gemacht hast, dann fühl mal nach, wie sich das für dich anfühlt. Und ehre mal diese Gedanken und Gefühle und mach dir bewusst, was du alles in deinem Leben hast. Dein Körper, der jeden Tag mit dir aufsteht, ob er will oder nicht. Dein Herz, was jeden Tag schlägt für dich. Deine Füße, die dich durch dein ganzes Leben tragen. Viele Dinge, um dankbar zu sein. Und mit dieser Dankbarkeit starte doch vielleicht mal in eine kleine Vision für deine Zukunft. Das heißt, wenn du das Jahr hast Revue passieren lassen, dann erlaube dir mal einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr. Was fühlst du, sind vielleicht Dinge in dir, die du gerne wieder in den Fokus rücken möchtest oder ganz neu machen möchtest? Sachen, die aufregend sind. Vielleicht hast du auch ein bisschen Angst davor, ob das funktioniert oder nicht. Und erlaube dir mal, dir Zeit zu nehmen, auch das aufzuschreiben. Es muss ja nicht veröffentlicht werden, aber für dich aufzuschreiben, was sind deine Wünsche, deine Visionen für 2020? Deine Victorious Visions, deine erfolgreichen Visionen. Und wenn du dann nächstes Jahr da wieder drauf guckst, dann kannst du ja mal schauen, ob sich davon schon etwas bewahrheitet hat. Wichtig ist einfach, dass du es tust, dass du dir die Zeit nimmst, um die Dinge Revue passieren zu lassen. Und dir auch Zeit nimmst, um die Dinge zu kreieren. Das heißt also, in deinem Kopf geht es los. Ja, lass die Gedanken kommen, lass dein Herz es richtig fühlen. Und wenn das so ist und du schaffst es, das wirklich ganzheitlich zu spüren, dann kannst du auch alles erschaffen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Genieß sie und ich freue mich, wenn wir uns auf einem meiner nächsten Workshops sehen. Du vielleicht Lust hast auch auf mein intensives Coaching-Programm, das dauert 8 Wochen, oder vielleicht sogar eine Einzelsession Coaching oder Theta Healing bei mir
zu buchen. Abonnier auf jeden Fall diesen Kanal, wenn es dir gefällt. Du kannst auch dieses Video teilen, damit möglichst viele Menschen noch mehr ihr Herz öffnen für sich selbst und für ihre Vision. Bis bald!